Greta Thunberg geriert sich schulschwänzend zur Säulenheiligen der Klimareligion. Interessant. Ein paar Fragen habe ich trotzdem, liebe Öko-Pippi. Sind das etwa Plastikverpackungen? Ist das hier etwa ein Pappbecher? Glaubst du, dass Bananen im Supermarkt wachsen? Und sitzt du da etwa in einem Zug, der für die Strecke Stockholm-Davos 0,02 Tonnen CO2 in die Atmosphäre bläst? Und wieso atmest du überhaupt noch, wenn CO2 so gefährlich ist? Oh, sie fährt Fahrrad. Weißt du eigentlich, woraus die Ventilkappen auf deinen Fahrradreifen gemacht werden? Wollen wir uns mal über die Herstellung von Reflektoren unterhalten? Aber mich kritisieren, weil ich Flugzeug fliege, merkst du selber, ne? Schaut euch diese reizenden Zöpfchen an. Dass du mit deinen Zopfgummis ganze Arten ausrottest, könnte man auch mal erwähnen. Wie viel Geld kriegst du eigentlich von der Kautschukindustrie? Was versuchen wir denn da die ganze Zeit zu verstecken? Trägst du da etwa eine Karte aus Plastik um den Hals? Das Plastik, an dem später eine unschuldige Schildkröte krepiert? Warum hast du diesen Planeten so, Greta? Ich verstehe das nicht. Und womit machst du eigentlich die ganzen Fotos? Etwa mit einem Smartphone, für dessen Chips seltene Erden verwendet werden, mit deren Verkauf der seit Jahrzehnten tobende Krieg im Kongo finanziert wird? Mörderin? Was hast du gegen Kongolesen? Warum spuckst du diesen armen Menschen ins Gesicht? Und mit welchem Recht teilst du deine Botschaften eigentlich online, du verlogene Göre? Weißt du eigentlich, wieso ein Instagram-Server gekühlt wird? Da steht nicht der Zuckerberg daneben und pustet. Und wieso lädst du Bilder mit so viel Weißanteil hoch? Die Farbe Weiß verbraucht auf vielen Monitoren deutlich mehr Energie. Warum willst du diesen Planeten zerstören, Greta? Was hat er dir getan?